Okay, 100 ist mir viel, mach 50. So. Kannst nicht produktiv arbeiten. Schnell arbeiten musst du eigentlich auch nicht wirklich. Weil das läuft schon super schnell. Wir kriegen jetzt richtig schön viele Akkus. Okay, das entlastet schon mal das Spieler-Crafting. Du bist voll mit Sniper-Munition, das ist gut. Und hier oben kommen die restlichen Grünen hin? Nö. Wir werden die Grünen nicht wirklich nutzen, nicht in MK8-Stufen. Also hier Solarzellen. Bau mal die Ditec-Solarzellen. Also grüne Chips, Stahl und irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Bau das. Ich hätte gerne grüne Chips, Stahl und irgendwas, was ich vergessen habe, war bestimmt Kupfer, oder? Jo. Es ist immer Kupfer. Wir haben kein Kupfer. So, Bau. Gleich begrenzen. Dann erst Ärmchen. So. Achso. Und so. Dich ebenfalls begrenzen. Und du machst jetzt, hallo. Du machst jetzt die MK2 aus den MK1. Das da. Also brauchst du die MK1, die roten und noch mehr Kupfer. So. War noch rot, oder? Ja. Und die MK1-Solarzellen, bitte. Die da. 50 Stück. Gut. Das heißt, wir müssten gleich ganz viele Solarzellen haben und ganz viele Akkus haben. Gib die 22 mal her. Das reicht fürs Erste. Dann können wir den Block hier zu Ende machen, abschließen und dann gucken, wo wir das weiterbauen. Oh, da ist ein Item-Collector im Weg. Weg. Und uralte Stromversorgung. So. Brutzel, brutzel. Achso, das geht. Ach, grün sollte darum. Ja, grün haben wir nicht automatisiert. Das ist jetzt doof. Was, wie viel haben wir jetzt? 4? Nee, 3,5 nur. Das heißt, ich sollte den Block einfach mal erweitern, ne? Ja, mach mal. So. Dann geht der Block bis hier. Hier setzen wir noch ein Water Begone rein oder zwei. Und den ist gut. So, ich habe so ziemlich alles an Maschinen wieder eingestellt, was ging. Wir haben nicht so wirklich super dolle Stromprobleme. Wie schaut es aus mit den Boilern? Wir hatten zwar keinen wirklichen Dauereinsatz. 86 Grad nur. Ja, wir könnten hier die Tanks auch mal rausreißen. Ich brauche mal wieder grüne Rohre. Tut mir leid, Stahlproduktion. Dann nehmen wir... Da ist auch nur eine Viererpumpe. Ja, gucken wir gleich. Das hier machen wir anders. Das sieht voll wuselig aus. Den da bitte weg, den da bitte weg. Bau mir unbedingt eine Fünferpumpe. Hau das Ding da weg. Ja, wir haben jetzt kurz kein Wasser. So. Da bist du. Also, kommt genug Dreckwasser an. Dreckwasserrohre sind voll. Frischwasserrohre sind voll. Du bist nicht voll, aber auch nicht wirklich notwendig. Ah, doch bist du. Nein! Schnell. So. Wenn Strom ausfällt hier... Nö, das fällt hier nicht aus. Das heißt, hier können wir auch überall schön die Pumpen drin lassen. Brauchst du eine Pumpe davor? Nö. Du bist nur bei 20% Auslastung, wenn überhaupt. Ja, hier ist alles super. Du... Haben wir noch Akkus? Nö. Ich hätte gerne... 50 Akkus.
in meinem System. Die kommen gleich hoffentlich angeflogen. Die bappen wir dann hier noch irgendwo hin. Dass das System, also hier zwischen vielleicht, mit so einem kleinen Durchgang. Das ist kein kleiner Durchgang mehr. Aber ich kann sie weghauen, falls ich da mal schnell durch muss. So, so. Geht ja schnell, ne? Also, du, da. Das heißt, unser Backup-System hier oben hat jetzt gleich richtig viel Speicher. Das ist gut. Du läufst jetzt auch schneller, ja. Das heißt, das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Hätte ich so nicht gedacht, dass die Tanks so viel drosseln. Schön, schön. Und hier müsste sowieso... Was? Warum muckt ihr jetzt schon wieder rum? Tja. Warum nur? Also ja, ich habe jetzt unten die Viererbeule rangehängt, aber das sollte trotzdem nicht passieren. Energy Consumption... 10% mehr Efficiency und das... Das ist so schweineteuer. Nö, will ich nicht. Ich könnte... Bau davon noch mal ein paar. Könnte einfach hier noch welche hinhauen. Ja. Ja, sag mal... Wo seid ihr? Mist, brauche noch zwei. So. Dann müsstest du da weg. Oh oh. Alles zur Zeit gegenüber, nicht mittendrin. So. So, da, 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 da. Da, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So, 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 so. Ihr braucht da oben noch Strom. Achso, und das Verbinden geht übrigens ganz interessanterweise mit Kupferkabeln. Einfach ein Kupferkabel ranhängen. Das finde ich cool gemacht. So, da komme ich jetzt nicht ran. Aber ja, wir hängen jetzt einfach nochmal 4 Boiler an jede Reihe ran. Und kriegen dadurch hoffentlich das gewünschte... die gewünschte Hitze raus. Wir brauchen also noch mehr von den alten Strommasten, damit wir das hier ganz gut einfädeln können. Darf man bitte ein paar bauen? Dann brauche ich noch mehr Boiler. So, wir können da sogar... Ups, ich sollte hier rausgehen. Wir können sogar 5 machen. Das Licht sollte weg. So. Ihr habt da keinen Strom. Ja, ja, ja. Kommt alles. So. Ärmchen. So. Q. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Und da hinten müssen nochmal Boiler hin. Boiler, 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 Boiler. Gut. Treibstoff kommt. Ja. Ja, sehr gut. Dann läuft das hoffentlich irgendwann mal hier ordentlich. So, du. Wir brauchen jetzt nochmal eine Kiste. Die letzte Kiste. Brauchen schon mal neue Kisten. So. Die letzte Kiste da hinten. Dann die Boiler. Noch mehr Boiler. Oh, warum fliegt jetzt alles zurück? Achso, aufladen. Ja, gut. Macht mal. Boiler kommen hier. Oh, einer fehlt. Einer fehlt. Bau Boiler. Gut. Dahin. Shift rechts, Shift links. Achso, fehlt noch einer. Ja, ein Boiler noch und dann ist aber gut. Dann bitte, bitte, bitte lass endlich genug Strom hier erzeugt werden. So, 100 Grad, mal wieder.
Da noch nicht, weil wir da gerade erst gesetzt haben. Ja, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ich komme in ein paar Folgen wieder und gucke, ob alles okay ist. Was mich jetzt schon mal freut, ist, dass die Akkus voll sind. Und dass wir mehr als genug Akkus im Inventar haben dürften. So. Ding. Was bist du eigentlich? Du bist unser uralter Wagen. Ja gut. Und davon hätte ich gern welche nicht, weil wir sie wirklich brauchen, sondern einfach nur, um das Farbschema beizubehalten. So. Was mache ich jetzt? Ich habe noch zwei Magazine. Ich denke, ich laufe jetzt los und zerstöre eine Basis. Und wenn ich unterwegs irgendwo Zink, Zinn oder... Was war das letzte? Da. Ja, Kupfer haben wir. Wenn ich Tin oder Zink finde, die nehme ich mal mit. Liegen mal Leichen rum. Oh, hallo. Ich suche nach irgendwas, was ich gut erreichen kann. Ein paar. Oh, ich soll daran denken, die laufen alle hinter mir her. Und da ist ein Wagen von mir geparkt. Ja gut. Oh, lauf. Gold. Kann aber was. Gott, die Schnellen sind tot. Schleife drehen. So, Spawner kaputt. Okay. Da die Basis gerade gut läuft, sollte ich es hinbekommen, mit der Truppe jetzt mit der Truppe zurückzulaufen, die Türme zerschießen das und ich habe immer noch genug Akkus über. Das ist der Plan. Nicht in Bäumen hängen bleiben, wäre auch super. Genau, kommt mal her. Nope. Zerstören, zerstören, töten, töten, töten. Ist alles Bohnenmehl zum Verbrennen. Gut, das war schon. Oh, nee. nee, war's nicht. Das sind 6 Könige. Macht mal. Ihr schafft das schon, Jungs. Es könnte jetzt echt teuer werden, was die Stromkosten angeht. Aber es reicht an Türmen. Das hätte ich nicht gedacht, weil das ist nur eine Reihe Türme. Und trotzdem schaffen sie das, den zu zerlegen. Oh, der will hinter mir her. Oh, sauber. Was sagt Strom? Strom sagt, geht noch. Okay, aber jetzt wird es auch Nacht. Also, ne, ich sollte nicht gleich wieder losziehen. Ist schon okay so. Eine Basis erfolgreich gegängelt. So, flop. Muni. Ja, guck mal, was da Neues an Muni ist. Ordentlich was. Sauber. Bitte setz das mal hier rein. Damit wir mehr Polished Gems bekommen. Steine können auch rein. Ja, bessere Speedmodule ist auch so eine Sache. Wäre ganz schick, aber erst, wenn das alles wieder stabiler ist mit dem Strom. Du da. Zwei Magazine. Her damit. Auf mit den Akkus. So. Ist jetzt die Frage. Also ich könnte jetzt weiter rumrampagen und alle Basen töten, bis ich fast gar nicht mehr angegriffen werde. Dann könnte ich erstmal wieder einen richtig schönen Puffer aufbauen an Metallen und an Chips und was weiß ich. Und weiter forschen. Ich bekomme dann allerdings kaum noch Edelsteine rein. Ist das ein Problem? Momentan benutze ich die Edelsteine nur zum Schießen. Und wenn nicht zum Schießen da ist, brauche ich auch keine Edelsteine. Also nö. So gesehen nicht. Ich glaube, das mache ich so. Also ist bei mir immer echt so ein Zwiespalt. Wie viele Gegner willst du haben? Wie viele Gegner brauchst du? Und ne? Das ist ja auch mit einem Grund, warum ich nicht mehr auf Pollution geachtet hatte. Weil ich wollte, dass mehr Gegner kommen und ich wollte, dass sie mehr mutieren, damit die Königinnen kommen und so weiter. Aber die Königinnen sind jetzt da. Und ich habe eigentlich genug Alien-Artefakte. Vor allem kann ich jetzt auch losgehen und wirklich mir aktiv welche besorgen, wenn es mal knapp ist. Das ging ja bis vor kurzem nicht. Es war nicht mal abzusehen, dass es gut klappt.
Ja, also gut. Nächste Folgen. Weiter töten. Weiter auf Strom achten. Und ich denke, ich fange auch mit der Forschung wieder an. Was denn? Also ich muss dran denken, ich habe jetzt Science Packs, also Lila Science Packs, sogar recht viele. Was würde am meisten Sinn machen? Also wo spare ich am meisten Strom? Zum Beispiel, wenn ich die Roboter mehr tragen lasse, müssen sie nicht mehr so häufig fliegen und sparen dadurch Strom. Wenn ich die Stack Size erhöhe, dann verbrauchen die Ärmchen weniger Strom. Ja, die Ärmchen sind nicht wirklich ein Problem. Es gibt noch produktivere Module. Aber die kosten viel zu viel. Nein. Tanks habe ich gerade von abgeschworen. Auch wenn es später richtig schöne anscheinend gibt. Solarzellen. Ja, brauchen noch nicht mehr lila Dinger. Die brauchen sie... Wow. Erst ziemlich spät. Das ist schweineteuer. Aber gut, die vorherigen Stufen kann ich mal erforschen. So, jetzt ordentlich abgespeichert und wir sehen uns gleich wieder.